Podcast. Okay, Leute, es ist früh. Mein Name ist immer noch Hanna und das ist der Asta da Vista Podcast, das Asta der Uni Rostock. Ich bin die Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sage ich nur nochmal, weil ich Annika gerade nicht ordentlich aufgenommen habe und diese Info muss im Podcast drin sein. Und wer den Podcast Asta da Vista jemals gehört hat, der weiß, es läuft so, dass ich mir in jeder Folge jemanden zu Gast hole. Meistens jemanden vom Asta und den dann ausfrage, wer wie was der beim Asta macht. Und heute ist es Philipp. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Guten Morgen an alle da draußen. Es ist 6 Uhr übrigens. Die Sendung wird aufgezeichnet und noch zusammengeschnitten und man kann die nachhören, auch auf YouTube. Aber das ist die Basisinformation, die man auf jeden Fall braucht, dass es 6 Uhr morgens ist. Deswegen klingen wir auch so, wie wir klingen. Du bist das Referat für Nachhaltigkeit und Infrastruktur. Und ich fange immer erst mal damit an, dass du so Randfakten über dich gibst, die man irgendwie wissen muss. Und die zum Beispiel die Oma am Mittagstisch oder so einmal abfragen würde. Also wie alt bist du? Was studierst du? Wer bist du? Magst du das einmal erzählen? Ja, ich bin, mein Name ist Philipp. Ich bin 23 Jahre alt. Und studiere an der Juristischen Fakultät den Studiengang Good Governance, Wirtschaft, Gesellschaft, Recht im Bachelor. Mhm. In welchem Semester bist du? Im 8. Okay. Von 8 Regelsemestern und ja, geplant 1 Jahr länger. Aha. Wir hatten ja das Referat für Nachhaltigkeit und Infrastruktur schon mal da. Das war Lola, damals noch. Magst du trotzdem noch mal kurz erzählen, was das Referat so für Aufgaben hat? Ja, also das Asta-Referat für Nachhaltigkeit und Infrastruktur, beziehungsweise der Asta-Referent, die Asta-Referentin für Nachhaltigkeit und Infrastruktur, ist eben das Referat, was sich mit den beiden Themen, die auch schon im Namen stecken, beschäftigt, sowohl in der Studierendenschaft wie in der Universität insgesamt, aber eben auch auf der Stadtebene. Mhm. Und ja, unter Nachhaltigkeit ist natürlich sehr viel zu fassen, also es ist auch so eine Art, es gibt Überschneidungen mit anderen Asta-Referaten, mhm. Also zum Beispiel, wenn irgendwie das Asta-Referat für Nachhaltigkeit und Infrastruktur zusammen mit dem Asta-Referat für Kultur und Flohmarkt veranstaltet, dann ist das ja sowas. Das macht ihr nämlich, oder? Ja, das kommt bald. Genau, das kommt bald, ja. Cool. Wir sind gerade dabei, im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche, mhm. Die vom 22. bis 29. Juni stattfinden wird. So bald schon, wow. Ja. Oha. Genau, sind wir gerade dabei, einen Flohmarkt zu planen. Und viele andere tolle Veranstaltungen, die dann auch noch beworben werden. Genau, zurück zu der Frage. Mhm. Und ja, also meine Aufgabe, ich sehe es auch in meiner Aufgabe, dass ich mit den Hochschulgruppen und Umweltgruppen in Kontakt bleibe, mhm. Um so den Asta und die ja, Vereine und Initiative, die in dem Bereich tätig sind, also von der NAJU-Hochschulgruppe über Students for Future bis aber auch Rattenscheid Rostock, das zwar keine Hochschulgruppe ist, aber ja trotzdem in einem Bereich tätig ist, ja, was für Studierende sehr relevant ist. Und was versteckt sich hinter dem Begriff Infrastruktur? Ich finde, das ist irgendwie so ein sperriger Begriff. Ja, ich glaube, so richtig für mich definiert, was das für mich als Asta-Referent bedeutet, mhm. Habe ich auch noch nicht. Denn bei mir war es am Anfang so, als ich mich auf das Referat beworben habe und auch bei der Wahl im Stura, dass ich dachte, da lege ich meinen Schwerpunkt drauf, weil ich auch ja, kommunalpolitisch aktiv bin. Und da man immer merkt, so Parkplätze, Straßen, wie wird hier Straßenraum verteilt, Wohnraum, wie kann man mehr Wohnraum schaffen, eben auch für Studierende, dass ich damit viel zu tun hatte, aber jetzt eher in die Richtung so Bildung für nachhaltige Entwicklung, also die Naturjugend mit ihrem NAJU-Garten oder den Erlebnisgarten von der Grundschulpädagogik, dass das eher dann Dinge sind, die ich jetzt, mit denen ich mich beschäftigt habe und mit den Gruppen ich mich vernetzt habe. Aber ja, Infrastruktur ist natürlich dann ja, quasi wie, also es ist natürlich einmal
sozusagen, wie kommen die Studierenden von A nach B, also vom Wohnort zum Campus oder zu anderen Universitätsstandorten und wie bewegen sie sich zwischen den Universitätsstandorten fort und dann eben das dann auch vor Ort, also Fahrradständer sind oder eben Busse oder Straßenbahnen an die Universitätsstandorte fahren. Umfasst also irgendwie sehr viel. Ja. Okay. Wie bist du zum AStA gekommen und vielleicht auch seit wann bist du überhaupt dabei? Ja, das ist ganz interessant. Also zunächst, ich fange mal vorne an. Also ich bin 2018 zum Wintersemester nach Rostock gezogen. Ich komme ursprünglich aus Dülmen, das ist eine Stadt mit, ich glaube, 47.000 Einwohnern in der Nähe von Münster. Okay. Und ja, ich wollte nach dem Abitur irgendwie im Bereich so, ich wusste nicht, ob Studium oder Ausbildung, aber Recht und Verwaltung, das sollte der Bereich sein, wo ich mich mit beschäftigen möchte, wo ich meine weitere Ausbildung drin machen möchte. Und ja, da kommt man dann, stößt man, wenn man sich länger damit beschäftigt, irgendwann auch auf den Studiengang in Rostock. Und genau, und das war eigentlich auch so der Grund, warum ich nach Rostock gekommen bin. Einmal, weil ich bin nach Rostock dann gefahren und habe mir mal ein paar Tage verbracht und ich fand es schön. Und der Studiengang war tatsächlich der, wenn ich mir selbst einen Studiengang ausgesucht hätte, also dann sähe der ähnlich aus. Vielleicht hätte ich manche Sachen ein bisschen anders gemacht, aber das war mein favorisierter Studiengang. Und genau, dann bin ich im Sommer 2019, habe ich dann jemanden kennengelernt und der war bei der lokalen Erasmus-Initiative. Und dann habe ich mich da angefangen zu studieren, zu engagieren. Ja. Und bin dann, war dann auch Vorstand ein Jahr lang und dann kam die Pandemie. Ja. Und die lokale Erasmus-Initiative, das war für mich immer Stammtische, Ausflüge, Party und dann ja auch Fahrten nach Rügen, nach Berlin, eben alles, was die LAI so den internationalen Studierenden bietet. Und das ist dadurch weggebrochen. Und wir haben dann zwar ein Ersatzprogramm, also online, auf die Beine gestellt, was auch relativ gut angenommen wurde, aber für mich war das nichts. Ich hatte da ja kein Interesse dran, mich auch noch abends dann nochmal vor den Computer zu setzen. Und dann dachte ich mir, gut, dann schaue ich mich mal um. Und ich hatte bei der lokalen Erasmus-Initiative relativ schnell angefangen, Protokoll zu schreiben. Und dann habe ich in der After-Job-Börse gesehen, dass eine Protokollstelle bei der Fachschaftsrätekonferenz ausgeschrieben wurde. Da dachte ich mir so, Protokoll schreiben, das kann ich. Und da bekomme ich auch noch ein bisschen Geld für, das mache ich. Dann habe ich mich da beworben und da habe ich Christine Wieblitz, also jetzige Vorsitzende, war damals Geschäftsführerin. Habe ich dann kennengelernt, weil sie mit mir eben die Verträge ausgearbeitet hat. Und das war sozusagen, seitdem bin ich beim AStA und seitdem kenne ich Christine und wir hatten dann auch immer mal wieder gesprochen und geschrieben. Und ja, dann kam während der Pandemie dann auch meine anderen Engagements, also stellvertretendes Mitglied im Ortsberat KTV, immer so Fraktionssitzungen besuchen, schauen, was in der Bürgerschaft so beschlossen und geredet wird. Und genau, irgendwann habe ich dann gemerkt, ich sollte auch mal gucken, was im AStA und Stura so gesprochen wird, weil ich meine, wir haben 12.000 Studierende ungefähr. Und das ist ein ordentlicher Teil von den EinwohnerInnen von Rostock. Und dass das vielleicht dann auch was ist, wo ich sagen kann, gut, da setze ich den Schwerpunkt, indem ich eben die Rückkopplung zur Universität und zu den Studierenden damit einbringe. Und dann war ich bei einer AStA-Sitzung und bei einer Stura-Sitzung in der gleichen Woche, einfach um zu schauen, was da so besprochen wird. Und ich hatte gesehen, dass AStA-Referate ausgeschrieben sind. Und ich hatte da auch drüber nachgedacht. Aber ich dachte mir dann so, nee, das jetzt auch noch, vielleicht wird das ein bisschen viel. Aber Lust darauf hatte ich schon. Und dann hatte mich Christine in der Stura-Sitzung angeschrieben, so, Philipp,
ich hatte ja gehofft, du hättest mit deinem Asta-Referat geliebäugelt. Und dann habe ich ihr geantwortet, dass ich durchaus geliebäugelt habe. Und dann hatten wir am nächsten Tag telefoniert und dann stand fest, dass ich mich auf das Asta-Referat für Nachhaltigkeit und Infrastruktur bewerbe. Aha, ja. Wenn du einmal deinen Fuß in der Tür hast, dann kriegst du den nie wieder raus, ne? Ja, ja. Okay, und dann bist du, glaube ich, seit April? Ja, ich glaube, am 23. März war die Wahl. Genau. Also, ja. Also jetzt schon, warte, wir haben Mai, also seit 2 Monaten? Oh, oder? Ja. Mhm. Okay. Stimmt. Also 2022 war die Wahl. Ja. Alles klar. Und vielleicht noch, was macht dir an diesem Referat so viel Spaß, dass du dranbleibst und noch nicht abgesprungen bist? Ja, also... Also ich meine, 2 Monate sind jetzt vielleicht vergleichsweise nicht so lange, aber gibt es schon irgendwas, was du sehr liebst an diesem Referat? Ja, also wo ich tatsächlich im ersten Monat, oder jetzt mittlerweile 2 Monate, wo den Fokus drauf gesetzt wird, ist Vernetzung. Mhm. Also ich habe versucht, wirklich bei jeder Umweltgruppe, die mir eingefallen ist, irgendwie an Sitzungen teilzunehmen. Also ich war beim Plenum von Students for Future, ich gehe zu den Planungstreffen von der Naturjugend, ich war bei der Cradle-to-Cradle-Ortsgruppe. Wow. Und um dann auch, was sich nachher überschnitten hat, die auch fragen zu können, ob sie an der Nachhaltigkeitswoche sich beteiligen wollen. Mhm. Und das waren sozusagen die beiden großen Bereiche. Und tatsächlich die Vernetzung, also diese Rückkopplung, ja, also in den Gruppen, das sind auch tolle Menschen und dahin zu gehen und mit denen über die Themen zu sprechen, das macht Spaß und das mache ich gerne. Mhm. Und jetzt auch die Nachhaltigkeitswoche planen und da ein buntes Programm auf die Beine zu stellen, das ist natürlich auch sehr, ja, zufriedenstellend. Mhm. Okay, cool. Auch krass, dass Alina, unser Referat für Kultur, ist ja auch beteiligt an dieser Nachhaltigkeitswoche wieder, ne? Ja. Und die macht ja gerade auch die 24-Stunden-Verlesung und kriegt eigentlich gar keinen Schlaf. Ja. Und ist nächsten Monat dann schon wieder involviert in das nächste große Projekt. Ist auch Wahnsinn. Auf jeden Fall, ja. Dann hätten wir einmal diese Besprechung deines Referats schon abgehakt. Oder gibt es noch irgendeinen Punkt, den du gerne über dieses Referat teilen möchtest, der irgendwie nach dem nie gefragt wird, den man vielleicht nicht so sieht oder so? Es ist eine miese Frage, weil es so eine offene Frage ist. Muss auch gar nicht. Fällt mir jetzt nichts an. Ne? Okay, dann würde ich sagen, jetzt beginnt nämlich der Teil, in dem wir nur noch gamen, um dich als Person ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist auch mein Lieblingsteil. Und übrigens, für alle, die regelmäßiger zuhören, es gibt diese Folge keine Musik. Es gibt ja sonst auf YouTube auch keine Musik, weil ich die immer rausschneiden muss. Aber heute wird auch nicht danach gefragt, weil wir halt live im Audimax sitzen, ganz crazy, und nicht noch Musik raufballern wollen auf unseren sowieso schon vorhandenen Hall. Deswegen wird es keine Musik von Philipp mitgebracht geben. Und wir starten direkt weiter mit der Kategorie, die ich meistens spiele. Und die nenne ich immer Freundebucheintrag, wo ich dir ein paar Kategorien gebe, die in so einem klassischen Freundebuch vertreten sind und du die dann wörtlich, also halt redetechnisch ausfüllen musst. Mhm. Und wir fangen mit einer ganz leichten Kategorie an. Hast du einen Spitznamen? Also auf das Studium bezogen, also ich habe eine besondere Schreibweise. Ich bin Philipp und mein Name wird F-I-L-I-P geschrieben. Mhm. Und da hat sich irgendwann herauskristallisiert, gerade wenn es andere Philipps gibt in einer Gruppe, dass ich dann Philipp mit F bin. Okay. Das ist so der letzte Spitzname, den ich hatte. Ja. Ich finde, am einleuchtendsten wäre vielleicht noch Flip, weil du ja schon, du bist ja schon Flip fast geschrieben. Die Idee wurde auch schon geäußert, ja, aber die hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Okay, vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß, ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Wir bleiben mal auf dem Grundschulniveau. Türkis. Das kam schnell. Ja, ja, also es war schon immer irgendwie blau, aber seit 1, 2, 3 Jahren irgendwie Türkis ist cool. Okay. dein Lieblingsort also in Rostock? Also hier so, ne, mein T-Shirt. Hast du etwa ein türkises T-Shirt an? Ich glaube schon, ja. Nur sowas. Mhm. Ja,
Okay. Ist es türkis oder ist es eher so? Es ist eher grün, aber ja. Okay. Dein Lieblingsort in Rostock? Taffe Frage, ich weiß. Mhm. Ja, also der Stadthafen. Mhm. Ein besonderer Teil des Stadthafens? Oder generell einfach alles? Generell alles. Aber also das ist so, da bin ich oft. Und dementsprechend auch ein Lieblingsort. Auch wenn ich ihn selber nicht so bezeichnen würde. Mhm. Aber dem geschuldet, dass ich da oft meine Zeit verbringe, ja, würde ich das als Lieblingsort bezeichnen. Ist auch ganz schön im Sommer. Ja. Du auch im Winter kann das ganz schön sein. Das stimmt. Da ist vielleicht man muss sich halt warm anziehen und bleibt vielleicht weniger lange. Aber ist immer noch schön. Ja. Wenn du was zu essen wärst, was wärst du? Uiuiui. Das ist eine gute Frage. Ich meine, du kannst natürlich dein Lieblingsessen nehmen, aber du kannst natürlich auch ein Essen nehmen, was irgendwie charakterlich zu dir passt. Oh, das ist wieder so eine richtig schwierige Frage. ein Lieblingsessen. Ja, ich habe kein Lieblingsessen. Okay, wollen wir die Frage skippen oder überlegst du noch einen Moment? Naja, also wenn ich jetzt so ein richtiges, also, wenn ich irgendwas als Lieblingsessen bezeichnen würde, ja, dann wäre es Kartoffeln mit Schweinefilet, Medaillons und Rotkohl. Ja. Gut. Okay. Nehmen wir als Antwort, oder? Wegen mir, ja. Gut. Du moderierst. Ganz wichtiger Fakt, den man über jeden wissen muss, diese Farbe hat meine Zahnbürste. Weißt du's? Blau. Nicht türkis? Nee. Okay. So würde ich meine Katze nennen. Hast du Haustiere? Nee. Hast du eine Allergie? Nee. Aber meine Mutter hat, glaube ich, eine Allergie. Okay. Aber also, ich hatte nie Haustiere und ich habe kein Haustier. Okay, dann kannst du schon mal nicht zurückgreifen auf das Katzennamen-Repertoire, das man vielleicht hat, wenn man schon mal eine Katze hatte. Ja. Ich bin ein großer Fan von so Menschennamen für Tiere. Vielleicht du ja auch. Also so, wenn man seine Katze oder seinen Hund irgendwie so Clarissa nennt oder so, finde ich cool. Ja, also ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich dachte gerade an Clara. Ich auch kurz. Ich weiß nicht, warum ich, aber ich kann es nicht begründen. Aber ich würde sagen, ich würde meine Katze Clara nennen. Das wäre auch so eine Langhaarkatze, finde ich, mit blauen Augen. Ja, also die genaue Gestalt der Katze habe ich jetzt nicht von meinem inneren Auge, nein. Okay. Das liegt unter deinem Bett. Staub. Bei mir auch so. Noch was anderes? Nee, da ist tatsächlich nichts. Okay. Und wenn ich eine Million hätte, dann würde ich? Mir eine Segeljacht kaufen. Wow, das wurde auch schon durchdacht. Ja. Weil du so ein Fan vom türkisen Meer bist. Ja, weil ich gerne segel. Du segelst schon? Ja, also ich komme, na, doch, ja. Okay. Das ist eine stabile Antwort. Dann. Also was mein Zögern gerade zu bedeuten hatte, ist, ja, ich segel schon lange. Also schon als Kind sind wir segeln gegangen auf Jollen und mittlerweile jetzt eben auch ab und zu mal mit einer Segeljacht, aber sehr selten. Also es ist jetzt nichts, was ich regelmäßig mache. Aber trotzdem ist da so der Traum, mal eine Segeljacht zu haben, ja. Okay, irgendwie schön. Dann sind wir auch schon durch mit der Kategorie Freundebucheintrag und springen direkt weiter zu der Kategorie Entweder-Oder. Das muss ich eigentlich nicht doll erklären, oder? Ich gebe dir zwei Begriffe, du entscheidest dich für einen. Das sind jetzt nicht so schwer entscheidbare Dinge, aber falls du dich doch mal nicht entscheiden kannst oder möchtest, dann hast du einen Joker. Okay, wir fangen mit was ganz Schwerem an. Kaffee oder Mate? Kaffee. Bist du eher so der Heißgetränke-Mensch? Ich bin absoluter Fan von Kaffee. Auch von dem Kaffee, den wir heute getrunken haben? Nee, eher nicht. Okay.
Aber das ist auch interessant. Ich habe zu Hause keinen Kaffee. Mhm. Also Kaffee ist etwas, den trinke ich woanders. Also ich gehe Kaffee trinken. Aha. Ja. Okay. Aber dann auch für das Koffein? Oder dann eher so für den, ist es so ein Kaffee, also so ein, naja, sitze in einem Kaffee und Kaffee trinke macht Kaffee munter typ. Und ja, aber es ist auch irgendwie, es ist auch das Ritual. Mhm. Also ich würde sagen beides. So, also zum einen dieses, ich gehe jetzt Kaffee trinken als Ritual und dass eben Kaffee auch, mhm, ja, irgendwie, ja, gute Laune macht. So. Okay, ja. Nächste Frage. Zucchini oder Aubergine? Zucchini. Kann ich gut verstehen. Aubergine auch eher ein sehr schwieriges Gemüse. Ja, ich glaube, ich komme mit beiden gut zurecht. aber so aus dem Bauch heraus Zucchini, ja. Okay. Fahrrad oder Öffis? Oh, das ist, da ist mein Inneres ganz gespalten. Also eigentlich bin ich ein passionierter Fahrradfahrer. Aha. Aber seit ich in Rostock bin, fahre ich sehr selten Fahrrad. Und ich kann nicht erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber aktuell bin ich Fußgänger aus Herz und Seele. Wirklich? Ja, also ich wohne in der KTV und wenn ich zum Rathaus muss, um irgendwie, mhm, Ortsbeiratssitzung oder so, dann, wenn ich die Zeit habe, laufe ich dahin. Wow. Also ich kann es verstehen, weil es auch was Meditierendes hat zu laufen, aber wenn man Fahrradfahrer ist, dann denkt man, dann, weiß nicht, werde ich immer richtig wütend, wenn sich alle so langsam bewegen und ich laufen muss. Als Fahrradfahrer geht mir das genauso. Ja, weiß ich nicht. Also aus Antwort A und B, B zu C. Tatsächlich nutze ich öfter den ÖPNV, als ich Fahrrad fahre. Okay. Auch wenn ich, ja, eigentlich gerne Fahrradfahrer bin. Ja, genau, ja. Okay, wird so akzeptiert. Strand oder Wald? Wald. Wieso? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, weil im Wald, also kommt drauf an. Mhm. An einem sonnigen Wintertag würde ich wahrscheinlich eher an den Strand gehen. Mhm. An einem heißen, sonnigen Sommertag würde ich wahrscheinlich eher an den Wald gehen. Und natürlich im Wald sind natürlich so, ja, die Geräusche, also Tiere knistern vom Laub, von Ästen, die sich, also von dünnen Ästen auf dem Boden, die sich brechen, so. Also die, mhm, die, das, was du hörst, die Eindrücke, mhm, finde ich schön. Und natürlich dann so das Grün vom Wald. Ich glaube, da im Wald gehe ich, um mich zu entspannen. Mhm. Und ja, tendenziell, ja, also Strand ist schön und so barfuß am Strand entlang ist toll, aber erstaunlicherweise bin ich eher sehr selten am Strand, obwohl das ja kein Kraftakt wäre, an den Strand zu gehen. Das stimmt, aber das heißt, du bist im Sommer eher nicht so der hitzebeständige Strandmensch, sondern dann doch eher so ein Waldgänger, ich suche mir Schattenmensch? Ja. Okay. Also ich lege mich nicht auf ein Tuch im Sommer am Strand, um mich zu sonnen oder, mhm, darum, also Entschuldigung, mich dahin zu legen. Okay. Zahl oder Wort? Wow. Diese Frage wäre echt das erste Mal. So ein Bauchgefühl, in welche Richtung geht's? Wort. Okay. Ja, ich vielleicht, weil man mit Wörtern mehr ausdrücken kann als mit Zahlen. Mhm. Beziehungsweise, wenn man die gleiche Sprache spricht, ja. Das ist eine solide Antwort. Okay. Gutes Wetter am Hafen oder an der Ulme genießen? Hat sich jetzt vielleicht ein bisschen schon selber beantwortet vorher, aber Hafen oder Ulme? Wenn es so richtig Hafen. Okay.
Wird toleriert. Sojamilch oder Hafermilch? Hafermilch. Mhm. Büro oder eher zu Hause arbeiten? Büro. Absolut Büro. Auch im Asta-Büro? Oder gerade im Asta-Büro? Ja, also der Hintergrund ist, meine Vision von, von meinem Tag ist, ich gehe morgens irgendwo hin und komme abends wieder nach Hause. Mhm. Und dafür brauche ich irgendwo ein Büro. Mhm. Und ja, ich habe jetzt durch die Asta-Tätigkeit eben die Möglichkeit, ins Asta-Büro zu gehen. Und das nutze ich auch sehr intensiv. Ist auch ein schönes Büro, oder? Ja, und man trifft Menschen. Also das ist auch so ein Ding. Vielleicht bist du dann etwas weniger produktiv, weil du zwischendurch mehr redest, als wenn ich zu Hause irgendwo sitzen würde. Mhm. Aber die Gespräche, die du führst, sind ja auch sehr erfüllend. Mhm. Und ja, das möchte ich dann auch nicht missen. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Okay. Ich würde gerne mal dem Menschen begegnen, der irgendwie sagt Chaos. Haben bis jetzt... Ich glaube, ich habe die Frage noch nie so oft gestellt, aber ich glaube, okay. Es wird immer tendenziell eher Ordnung gesagt. Ja. Theater oder Konzert? Theater. Gibt es den Grund? Ich war noch nie auf einem Konzert, aber im Theater. Okay, ist ein Grund. Vegane Soljanka oder Möhren-Mango-Suppe? Weil wir das für alle Zuhörer als Catering bei der 24-Stunden-Vorlesung haben. Und die sind beide sehr gut. Ich muss sagen, ich habe beide nicht probiert. Die vegane Soljanka ist wirklich richtig, richtig gut. Aber ich hätte aus dem Bauch heraus Möhren-Mango, oder war das Möhren-Mango? Mhm. Möhren-Mango-Suppe gesagt. Okay. Barfuß oder Socken? Ganz wichtige Frage. Ja. Barfuß. Wieso? Also es kommt da auch wieder drauf an, ja, ich möchte keine kalten Füße haben, dann ziehe ich Socken an. Aber ich finde, Barfuß ist ein schöneres Gefühl. Also das ist, also allein wenn du barfuß bist, obwohl du sonst angezogen bist, das ist irgendwie, das tut gut. Mhm. Ohne das jetzt genau beschreiben zu können. Mhm. Würde ich auch so antworten, genau so. Und die letzte Frage, süßes oder herzhaftes Frühstück bei dir? Sowohl als auch. Also es ist so, ja, irgendwie das Brot mit Schokoaufstrich oder Marmelade, das gehört für mich auch zum Frühstück dazu. Aber ich denke, es überwiegt deutlich der herzhafte Teil. Okay, sehr gut. Dann habe ich noch eine Kategorie, die ich lange nicht mehr gespielt habe. Oder es ist nicht so richtig ein Spiel. Ist eher so ein Weitergeben von Wissen an Studierende von Studierenden. Und ich nenne das immer Top-Studi-Tipp. Und ich glaube, mir wurde vorgeschlagen, dich zu interviewen, weil es ja in dieser gesamten 24-Stunden-Vorlesung ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit geht und so weiter und du der Referent für Nachhaltigkeit bist. Und deswegen kannst du gerne mit deinem Top-Studi-Tipp in die Richtung Nachhaltigkeit gehen, wenn dir da was einfällt. Aber du kannst auch irgendwas anderes nehmen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, was mein Top-Studi-Tipp wäre. Aber ich kann es jetzt nur noch mal betonen. Und zwar, benutzt das Kulturticket. Ich bin ein Riesenfan vom Kulturticket und ich glaube, ganz viele wissen nicht, wo und wie man das einsetzen kann. Und ich schnorre mich überall rein über Kulturticket und es tut so gut, kein Geld auszugeben für Kultur. Ja. Und ihr könnt das ganz easy auf der Website vom Kulturticket nachgucken. Und es ist euer Studienausweis. Also ihr braucht nicht ein extra Kulturticket oder so, sondern geht einfach mit Studienausweis und eurem Personalausweis wohin und fragt halt nach, ob es noch Kulturtickets gibt. Genau, das ist zum Beispiel mein Studientipp. Gibt es irgendwas, was du schon immer mal an die Studierenden der Universität Rostock weitergeben wolltest? Nein. Nein? Nee. Okay. Oder vielleicht generell einfach an Menschen zum Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht auch was, was du oder wir diese in den vergangenen 24 Stunden oder so gelernt haben. Wenn es nichts gibt, ist auch total in Ordnung. Da fällt mir jetzt nichts ein. Wir haben ja meinen Top-Tipp gerade schon gehört. Ja. Ja, super, auf jeden Fall. Aber im Bereich Nachhaltigkeit, Infrastruktur.
Es gibt sicherlich irgendwas, aber... Mhm. Oder halt auch so generell, was dir vielleicht beim Lernen hilft oder so. Was so dein Lernhack, was die Uni angeht. Oh, ich habe letztes Semester erst, also ich wohlgemerkt, ich bin im 8. Ja. Bei einer Hausarbeit gemerkt, mich in der Bibliothek oben in einem Carrel einschließen. In diesen Einzelarbeitskabinen. Ja. Das war irgendwie genial. Das habe ich das erste Mal gemacht. Und ja, irgendwie war das richtig, also für mich war das total gut. Ich habe mir da ein paar Bücher genommen und habe da meine Hausarbeit geschrieben. Und weil ich finde den Austausch immer so irgendwie, das ist gut. Mhm. Aber mittlerweile habe ich das Selbstbewusstsein, dass ich sagen kann, eigentlich die Gutachten, die ich schreibe, also wir schreiben Gutachten im Studium, die sind gut. Und ich meine letztendlich, wenn ich da ja irgendwelche Fehler mache, dann soll das nachher der Korrektor mir in die Hausarbeit schreiben und dann ist das halt blöd. Und vielleicht hätte das durch Gespräche mit Kommilitonen verhindert werden können. Aber irgendwie dieses, ich setze mich dahin, ich mache mein Ding, das ist mein Gutachten, das war irgendwie sowas. Ist natürlich jeder anders und vielleicht gibt es dann auch Leute, die sagen, nee, ich sitze lieber unten da an den Treppen, weil mir da dann Leute begegnen. Aber irgendwie, das war für mich sowas, wo ich gemerkt habe, hätte ich auch schon früher machen können. Aber ist es nicht total schwer, diese Kabinen zu kriegen? Ja, man muss halt früh da sein und da ich eh immer direkt, also ich warte immer, dass die Bibliothek aufmacht. Und also jetzt nicht mehr, aber wegen der Prüfungsphase, ja. Man muss auch, man kriegt die nur, wenn man rechtzeitig zeitig da ist, oder? Ja, es ist so oder? Windhundprinzip, und ja, man, genau. Man kann die nicht reservieren, ja, auch wegen Corona das ist, nicht, oder? Das ist auch, nee, also ich glaube, man konnte die noch nie reservieren. Ich glaube, das war schon immer so. Ergibt auch Sinn. Halt die als erstes da sind, verdienen halt dann auch die oberen Premiumplätze, ja. Oder? Aber krass, ich glaube, ich habe noch nie aktiv jemandem begegnet, der da oben in diesen Kabinen das Glück hatte, irgendwie arbeiten zu dürfen oder so, weil die immer so schnell weg sind. Aber ist ein guter Tipp. Ja, ist. Es gibt, glaube ich, insgesamt so 10 bis 15. Ungefähr. Falls jemand Interesse daran hat. Und jetzt ja. Die. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die sind richtig schnell weg. Und ja. Also ob du da um einen Punkt oder um 5 nachkommst, macht einen großen Unterschied. Habe ich dann auch erfahren. Dann habe ich mich halt irgendwo anders hingesetzt. Mhm. Aber da muss dann auch jeder wissen, was für ihn das Beste ist. Mhm. Okay. Tatsächlich sind wir dann sogar schon durch. Es geht alles sehr viel zügiger, wenn man keine Musik spielt. Aber ich glaube, wir haben eine solide halbe Stunde oder so Sendung gemacht, was komplett in Ordnung ist. Und jetzt haben wir noch gute 15 Minuten Übergangszeit für die Lore-Sensation, die nach uns kommt. Und damit danke ich mich bei dir, dass du da warst dieses Mal. Und natürlich auch allen Zuhörern fürs Zuhören. Und sage das, was ich immer sage, und zwar abonniert uns gerne auf Instagram, wenn ihr die nächsten Podcasts nicht verpassen wollt, wenn ihr die, was ist nochmal im Juni? Ich habe gerade die Nachhaltigkeitswoche. Die Nachhaltigkeitswoche nicht verpassen wollt, die Flohmärkte, alles Mögliche, was so ansteht. Da heißen wir Asta-Uni Rostock. Und dann ist mein Name Hanna. Ich bin immer noch die Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.